Herzlich willkommen zum dritten Tag der Hannover Messe Digital und zu unserem zweiten Livestreaming-Tag, zu unserem zweiten Tag unseres digitalen Messestands von SEW Eurodrive. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Jetzt wollen wir auch nicht lange drum herum reden, denn wir wollen jetzt sprechen über die mobilen Systeme, die es bei der SEW Eurodrive gibt. Und deswegen, weil ich ehrlich gesagt ja nur die Fragen stelle, hier ist Peter Sürich. Hallo, Herr Sürich. Hallo, guten Morgen. Vielleicht können Sie einmal kurz den Zuschauern sagen, welchen Bereich Sie betreuen. Ja, also Peter Sürich, mein Name. Ich bin verantwortlich für den Bereich Vertriebssupport und Produktmanagement unserer mobilen Assistenzsysteme im Bereich Mac Solutions, System Solutions bei uns. Mache das jetzt seit 3,5 Jahren, dass ich dafür entsprechend verantwortlich bin und beschäftige mich mit dem mobilen System insgesamt schon ungefähr 5, 6 Jahre in der SEW. Ja. Herr Soda meinte in der Podiumsdiskussion gestern, dass das praktisch sein Hobby sei und genau. Sie haben praktisch das Hobby zum Beruf gemacht. Genau, ich darf sein Hobby vertreiben quasi. Vielleicht können wir einmal jetzt mal ganz global sagen, was sind denn eigentlich mobile Systeme, mobile Assistenzsysteme? Ja, das ist eigentlich eine sehr spannende Frage, die wir da immer wieder haben, warum die SEW das Ganze mobile Assistenzsysteme, mobile Systeme nennt, wo es doch so viele weitreichende Begriffe dafür eigentlich schon gibt. FDS, fahrerloses Transportsystem, AGV, Automated Guided Vehicle. Mover. Mover, also da gibt es zig Sachen. Wir haben sogar einen Kunden, der hat gesagt, wir müssen das Ding jetzt Shuttle nennen. Wir dürfen das auf gar keinen Fall mehr FDS nennen, weil er schon mal FDS gekauft hat und der Begriff ist verbrannt. Also da gibt es die verschiedensten Ideen und Sachen, wie man das nennen kann. Wir nennen das ganze mobile Assistenzsysteme aus dem relativ einfachen Grund. Wir wollen kein einfaches FTS unseren Kunden anbieten. Wir wollen nicht einfach von A nach B fahren und Materialien transportieren, sondern wir wollen im Lean-Gedanken, im Gedanken quasi Logistik zu reduzieren, Wertschöpfung zu erhöhen, wollen wir den Mitarbeiter unterstützen und das so gut wie es geht. Und unsere Assistenzsysteme sind genau darauf auch ausgelegt, den Mitarbeiter in dieser logistischen Situation schon so gut wie möglich zu unterstützen. Darum haben wir zum Beispiel Montageassistenten, den kann ich bestimmt nachher noch mal kurz zeigen. Dieser Montageassistent, der dient genau dazu, dass der Mitarbeiter auf dem Gerät montieren kann und kriegt Unterstützung mit Hub, mit Arbeitsanweisungen, die angezeigt werden. Das System kann sich durch die Fabrik routen und all diese Dinge. Und deswegen reden wir über Assistenzsysteme, unterstützende Einheiten und nicht über ein FTS. Es gibt ja ein großes Trendthema, ein Megatrend, das ist Individualisierung, also One-Piece-Flow versus Massenproduktion. Wie können die mobilen Systeme da unterstützen? Ja, ich glaube, die Podiumsdiskussion ist hängen geblieben von gestern, oder? Ja, also ein paar Begriffe auf jeden Fall. Sehr gute Fragen, also gefällt mir. Der Punkt ist ganz klar, die Massenproduktion verschiebt sich immer mehr zu diesem One-Piece-Flow. Ich habe das gestern schon ganz kurz gesagt, Apple ist da ein gutes Beispiel. Das haben wir angefangen mit einem iPhone, das konnte exakt bei einem Gerät eine Speichergröße, eine Farbe. Heute sind das auch schon 4, 5 Geräte mit unterschiedlichen Farben. Und dieser Individualisierungsgrad steigt. Und wenn ich eine Fabrik neu gestalte, nicht mehr in einer Linienproduktion, das heißt meine einzelnen Punkte hintereinander abfertige im Produktionsprozess, sondern ich baue die Fabrik modular auf, ich gestalte sie anders in dem Zusammenhang, dann bietet das die Möglichkeit, diese Vernetzung mit dem mobilen System zu optimieren. Ich kann also verschiedene Prozessmodule aufbauen von Prozessarbeitsschritten in meinem Produktionsprodukt. Also ist es nicht mehr so starr? Genau. Also wir lösen die starre Verkettung komplett auf. Ich habe zum Beispiel bei uns in unserer eigenen Produktion habe ich ein Modul zur Hochzeit von Getriebe und Motor, eine Ölfüllstation, wo das Öl eingefüllt wird, eine Lackierkabine. Und ich habe diese einzelnen Module, die ich entsprechend so aufbaue. Und kann zum Beispiel bei der Ölfüllstation nur eine haben, die Lebensmittelöl befüllen kann, kann ganz viele andere haben, die anderes können. Und damit kann ich zum Beispiel auch Anschaffungskosten senken, weil so eine Lebensmittelbefüllanlage für Öl ist natürlich deutlich kostenintensiver. Und dieses Aufbrechen zur modularen Fabrik ermöglicht mir diese Flexibilisierung, die schnellere Anpassung. Ich kann schneller neue Produkte hinzufügen, weil ich neue Prozessschritte in der Fabrik einfach hinzufügen kann oder auch wieder entfernen kann und bin einfach viel flexibler in der Gestaltung meiner Fabrik der Zukunft. Wir sprechen gleich später noch mal weiter. Vielleicht
Eine kurze Frage, bevor Sie mich, glaube ich, jetzt erstmal kurz verlassen. Wo wird es denn tatsächlich hier bei SEW EuroDrive eingesetzt? Wo werden die mobilen Systeme tatsächlich in der Fabrik genutzt? Ja. Also der Grund, warum ich ungefähr seit 8 Jahren damit zu tun habe, ist unser erster Fabrikteil, den wir damit umgesetzt haben. Das ist unsere Schaufensterfabrik in Graben-Neudorf. Das war ein Teil der Gesamtfabrik, den wir umgebaut haben, wo wir diese neuen Prinzipien von Industrie 4.0, digitalisierter Fabrik, das erste Mal entsprechend mit reingebracht haben. Das heißt, wir haben dort diese Modularisierung das erste Mal geschaffen. Wir haben unsere normale Kette aufgebrochen und haben dort zum ersten Mal diese einzelnen Stationen gebaut und haben die mit mobilen Systemen ausgestattet, um dass diese Fabrik entsprechend so agieren kann. Das war der erste Schritt, den wir gemacht haben. Danach ging es weiter in unserer Fabrik in Frankreich, in Brumath, die dort neu aufgebaut wurde. Die haben wir dann mit solchen Systemen ausgestattet und haben eigentlich da schon einen deutlich höheren Schritt gemacht und haben eigentlich die gesamte Fabrik schon damit ausgestattet, das Material zu transportieren und zu bewegen. Und dann sind wir immer weitergegangen. Jetzt haben wir die Werkbruchsaal Elektronik, da gehe ich jetzt gleich hin, sind mich gleich los, gehe darüber. Und jetzt noch die Halle Süd, Halle Nord, also alle neuen Fabriken rüsten wir mit diesen Systemen auf. Ich werde gleich mal rübergehen. Perfekt. Ein bisschen mehr Zeit. Wir schauen uns das an, wir sehen uns gleich, ich komme gleich dazu. Und liebe Zuschauer, Sie können nach dieser Session schon Ihre Fragen natürlich hier beantwortet bekommen. Das heißt, nutzen Sie unsere Chat-Funktion, stellen Sie Fragen zu dem Thema mobile Systeme. Ich habe auch noch ein paar auf Lager, aber ich hoffe, dass ich ganz viele Fragen auch von Ihnen bekomme, damit wir Herrn Sürich da tatsächlich löchern können. Also schreiben Sie uns und nutzen Sie die Möglichkeit, jetzt mit Herrn Sürich dann gleich sprechen zu können. Ja, und jetzt würde ich mal schauen, ob Herr Sürich schon da ist. Ja, also er ist da und er zeigt uns jetzt mal die verschiedenen Komponenten, aber auch die verschiedenen mobilen Systeme. Ja, hallo, ich bin jetzt hier in unserem Elektronikwerk angekommen. Darf jetzt ja ein bisschen was über die Module und Fahrzeuge ein bisschen im Detail erzählen. Zu unseren Modulen, die Fahrzeuge, die wir haben und das, was wir hier tun, ist ja alles modular aufgebaut. Wir haben hier verschiedene Module einfach mal dargestellt. Man sieht hier zum Beispiel unser Kommunikations-Eckmodul, in dem zum Beispiel die Lichtkommunikation, WLAN-Modems und die Bench-Kommunikation drin ist. Unser Steuerungsmodul, mit dem die ganze Fahrzeugintelligenz quasi vereinheitlicht ist. Und unsere Antriebseinheit hier zum Beispiel, da sind unsere SEW-Getriebemotoren verbaut. Das ist das Herzstück eines jeden AGVs, das treibt das Gerät an und bringt die Bewegung entsprechend für solche Fahrzeuge. So, ich bin angekommen und ich merke hier, wir sind im laufenden Betrieb. Das heißt, wenn es hier mal ein bisschen knarzt oder scheppert, ist das ganz normal. Jetzt habe ich gerade mitbekommen, Module. Auf der einen Seite, aber ihr bietet nicht nur Module an, oder? Nein, wir bieten neben den Modulen natürlich auch komplette Fahrzeuge an oder wie zum Beispiel jetzt hier im Hintergrund auch Fahrwerksebenen, wo ein Kunde quasi so eine Ebene nehmen kann und darauf sein eigenes Fahrzeug aufbauen kann, die auch aus unseren Modulen besteht oder die ganzen Fahrzeuge, wie hier zum Beispiel Montagefahrzeug, in dem natürlich auch unsere Module verbaut sind. Das sieht man immer ganz schön, dass die Module, die wir hier haben, da überall entsprechend da auch mit drin sind. Der Vorteil dabei ist einfach, wir können aus diesen Modulen die Fahrzeuge so aufbauen, wie wir sie brauchen für verschiedene Prozesse und Applikationen in den Kundenfabriken, unter anderem damit zum Beispiel, um eine Karosserie zu transportieren, eine Palette zu transportieren, also ein schönes Standardportfolio an Fahrzeugen, was man damit generieren kann. Aber, das ist das Tolle, wir können mit den Modulen auch absolut kundenspezifische Fahrzeuge aufbauen. Wir haben gerade über Modularisierung der Fabrik gesprochen und das ist auch das, was wir mit den Fahrzeugen machen können. Wir können die völlig modular so aufbauen, kundenspezifisch, so wie es der Kunde braucht. Und flexibel. Das bringt mich gleich zu den Fahrweisen. Das Gerät fährt wahrscheinlich nicht nur vor und zurück, oder? Nein, wir können natürlich damit einfach vorwärts und rückwärts fahren. Wir können damit im Prinzip auf der Stelle drehen, weil wir die Antriebsräder in der Mitte des Systems haben. Das ist eine der Fahrweisen, die es gibt. Aber wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, quasi omnidirektional zu fahren. Dafür nehmen wir unsere Antriebseinheit, die hier dargestellt ist. Die kommt in die Mitte von so einem Fahrzeug und die kann drehen, ohne dass das Fahrzeug oben drüber gedreht wird. Damit können wir wunderbar in
engen Gegebenheiten in Übergabestationen einfahren. Oder wir haben die Möglichkeit, omnidirektional das Fahrzeug zu bewegen. Das ist dann die höchste Ausbaustufe, die es davon gibt. Damit kann das Fahrzeug sich flächenbeweglich komplett in so einer Halle bewegen und in Übergabestationen zum Beispiel so richtig reinschweben. Das spart Übergabezeiten. Das wünschte ich mir für mein Auto, denn beim Einparken, vor allen Dingen rückwärts, habe ich immer noch meine Probleme. Ich gehe wieder zurück ins Studio, aber vielleicht können Sie den Zuschauern einfach mal ein paar Sachen erklären zum Thema Laden. Wie lädt man eigentlich die Geräte? Danke. Na klar, sehr gerne. Also zum Thema Laden haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie die Fahrzeuge aufgeladen werden können. Zum Beispiel einfach über einen Kontaktladen. Das ist für Prozesse, wo in der Nacht geladen wird, sehr einfach und gut verwendbar. Aber wir haben auch unser bei SEW EuroDrive entwickeltes MovieTrans-System. Das ist eine kontaktlose Energieübertragung, die da stattfindet. Wir können in dem Moment auf einen Punkt drauf fahren und bekommen dort die Energie. Das ist auch wieder bei Übergabestationen sehr interessant, in diesem Übergabeprozess direkt zu laden. Oder bei langen Fahrrouten können wir unsere Linienleiter im Boden oder auf dem Boden installieren. Und wenn dann das Fahrzeug entsprechend darüber fährt, bekommt es auf der Strecke Energie, wird direkt versorgt und kann damit wieder verschiedene Prozesse abarbeiten und durchführen. Ja, das ist super. Vielen Dank, Peter. Das erinnert mich so ein bisschen an die Was-ist-was-Bücher aus den 80ern. Ich glaube, du hast sie auch gelesen. Also vielen Dank, Peter Sürig. Sehr gut. Ja, und von Peter Sürig kommen wir jetzt zu Matthias von Borstel. Wir haben ja jetzt gesehen, wie die verschiedenen mobilen Systeme funktionieren, wie sie geladen werden und wie sie sich auch in der Fabrik bewegen, dass man auch die einzelnen Komponenten natürlich einfach nur so sich organisieren kann. Aber jetzt geht es mal um die gesamte Organisation, um die Navigation und das Flottenmanagement. Matthias von Borstel, bitte. Vielen Dank für die Überleitung. Ich erkläre gerne, was drinsteckt in den Fahrzeugen und gehe auf die Grundfunktionen des Softwaresystems ein. Damit so ein Fahrzeug einen Transportauftrag vom Start zum Ziel erfolgreich erledigen kann, benötigt das Softwaresystem im Fahrzeug drei Grundfunktionen. Die erste Grundfunktion ist die Frage, wo befindet sich das Fahrzeug gerade? Das ist die Lokalisierung. Die zweite Grundfunktion ist die Information, wohin soll das Fahrzeug fahren? Was ist das Ziel? Das ist die Flottenkoordination. Und die dritte Grundfunktion, das ist der Weg zum Ziel, nämlich das genaue Folgen einer vorgegebenen Route. Und dieses genaue Folgen der Route, die Spurführung, die kann man hier an dem Beispiel sehr schön erklären. Wir sehen hier die schwarze Matte auf dem Boden und in der schwarzen Matte verlegt ist eine elektrische Leiterschleife, die wir als induktive Spurführung benutzen, um mit einer Antenne im Fahrzeug die Fahrzeugposition genau auf der Spur zu führen. Ja, das konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, Herr von Borstel. Habe ich auch eben schon gelernt. Da lädt das Fahrzeug dann. Genau richtig. Ja, wie ist es denn mit dem ganzen Management so einer Flotte? Das ist ja sicherlich ziemlich anspruchsvoll, oder? Das ist richtig und das ist auch eine der größten Softwarefunktionen in so einer Anlage. Die ganze Flottenkoordination, die Übersicht über die Fahrzeuge, die Entscheidung, wann welches Fahrzeug wohin fährt, wann es Energie tanken soll und wann an Kreuzungen welches Fahrzeug Vorfahrt hat. Das Ganze gehört zum Komplex Flottenmanagement, da gehen wir gleich drauf ein. Vorher noch ein Wort zur Spurführung. Neben der induktiven Spurführung gibt es auch die optische Spurführung. Da ist einfach ein optisches Merkmal am Boden angebracht, mit dem sich das Fahrzeug lokalisiert. Und wenn man keine Hardware-Merkmale am Boden haben möchte, ist die dritte Variante der Spurführung, nämlich die Laser-Konturnavigation, die geeignetste. Okay, Laser-Konturnavigation stelle ich mir wie vor? Laser-Konturnavigation würde ich Ihnen gerne mal im Detail erklären, weil das auch die Navigationsart ist, die meistens benutzt wird, weil sie so einfach einzuführen ist. Okay, dann schauen wir uns das am besten rüber. Genau, am Bildschirm an, oder? Okay. Wir sind jetzt an unserem Übersichtsscreen, wo ich kurz die Laser-Konturnavigation erklären möchte. Wir schauen uns jetzt mal hier auf der Karte an, was das Fahrzeug mit seinen Laserscannern sieht. Hier sehen wir das Fahrzeug, wie es durch die Halle fährt und dabei aufzeichnet, wo sich Wände und Ecken und andere Konturen befinden. Diese Aufzeichnung wird im Fahrzeug einmal abgespeichert
Und später, wenn das Fahrzeug wieder an diese Stellen kommt, kann es genau diese Konturen, die es schon kennt, benutzen, um sich wieder in der Halle zu orientieren und genau zu wissen, wo es ist. Also merkt sich die Strukturen. Jetzt ist das aber ein Fahrzeug, was ich vieles merken muss. Letztlich geht es aber auch um das gesamte Management von der Flotte. Richtig. Und genau das ist das Stichwort. Da zeige ich das Streckennetz der Halle gerne. Was wir hier sehen, ist das komplette Werk mit all seinen Transportplätzen, Transportwegen und Übergabestellen. Und das ist das Gebiet des Flottenmanagers. Der Flottenmanager ist die Software-Systemkomponente, die entscheidet, wann welches Fahrzeug welchen Transportauftrag ausführt. Und um das optimal zu machen, muss der Flottenmanager mit einer Strategie ausgestattet werden, die auf das jeweilige Werk angepasst ist. Wenn wir hier ins Detail gehen, sehen wir, dass der Flottenmanager nicht nur entscheidet, wann ein Fahrzeug welchen Transportauftrag ausführt, sondern er koordiniert auch das Verhalten der Fahrzeuge an den Kreuzungen. Er kümmert sich um die Verkehrsregelung. Jetzt ist es aber schon ein sehr komplexes und real existierendes System. Wie schafft man es denn, so ein System überhaupt mal in Betrieb zu nehmen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und gerade wenn man sich auch schon fragt, welche Strategie die richtige ist für die spätere Anlage, welche Logistikstrategie gefahren werden sollte, dann ist es natürlich wichtig, dass ich da vorab schon einige Dinge erkennen kann. Und das würde ich gerne hier zeigen. Was wir hier sehen, ist der digitale Zwilling. Das heißt, eine virtuelle Abbildung meiner realen Welt, meiner realen Maschine. Und dieser digitale Zwilling, den kann ich für zwei Dinge benutzen. Erstens, bevor ich die Anlage überhaupt aufbaue, kann ich im digitalen Zwilling schon Simulationen machen, um zu klären, welche Logistikstrategie für mein Werk meine Fahrzeugflotte optimal auslastet. Und dann, wenn das Werk gebaut ist, die Fahrzeuge fahren, habe ich mit dem digitalen Zwilling einen zweiten Mehrwert. Ich kann für meine realen Fahrzeuge die Daten aus den Sensoren und aus dem Prozess, die ich sammle, digital abspeichern, auswerten und so frühzeitig feststellen, wenn ich irgendwo in der Anlage Probleme habe und sie beheben. Oder schon vorausschauend, Stichwort Predictive Maintenance, vorausschauend Wartungen planen, um meine Anlage mit einer hohen Verfügbarkeit zu betreiben. Herzlichen Dank, Matthias von Borstel. Und ja, einen digitalen Zwilling, den haben wir jetzt noch nicht. Aber in China, da gibt es tatsächlich eine Fernsehsendung, da moderiert bereits ein Hologramm, also ganz digital. Bin ich froh, dass wir das noch nicht haben. Wir haben anstattdessen einen Mann, der mir vielleicht meinen Job wegnehmen möchte. Ich schalte direkt zu ihm, bevor ich wieder zurück ins Studio gehe. Hier ist Peter Sürig. Also, noch will ich das nicht den Job wegnehmen. Eigentlich bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich mache und mit meinem Job soweit. Aber für den Fall, dass mein Chef mal wieder ordentlich auf mich draufhaut, melde ich mich und dann bewerbe ich mich bei Ihnen als Moderator für Togo, als Außenmoderator oder irgendwie. Und dann schauen wir mal, dass wir das irgendwie hinkriegen. So, jetzt bin ich hier wieder zurück im Studio. Zusammenfassend zu dem, was wir jetzt alles schon gerade gesehen haben. Ich habe am Anfang kurz was über die Modularisierung der Fabrik sprechen dürfen. Wir haben über die Module in den Fahrzeugen geredet. Wir haben darüber gesprochen, wie die Energieversorgung der Fahrzeuge aufgebaut ist. Und mein Kollege, der Matthias, hat dann entsprechend das Thema Navigation und Ortung der Fahrzeuge übernommen und gerade eben zur Steuerung der Fahrzeuge gesprochen, über unsere Flottensteuerung. Bei der Flottensteuerung ist für mich eigentlich immer wieder beeindruckend, wie wir das in die großen Fabriken dort entsprechend einbringen können und wie es mit dieser Flottensteuerung möglich ist, dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge zur richtigen Zeit an den richtigen Ort ist und dass wir die passenden Schnittstellen auch für unsere Kundensysteme entsprechend dort anbieten können. Auch da sind wir gerade dabei, zum Beispiel über die VDA 5050 Schnittstelle zu sprechen, die als einer der nächsten großen Teile kommen wird. Da hat er es ja geschafft. Ich bin gar nicht mehr bei Togo, Herr RTL. Aber ich werde es den Kollegen ausrichten. Vielleicht haben die ja tatsächlich noch einen Job für Sie, dann, wenn der Chef mal. Aber jetzt wollen wir nicht ablenken, denn wir haben über das Kontaktformular, also unter dem Livestream
können Sie auch eine E-Mail senden und dann kriegen Sie ein Kontaktformular. Und da haben wir schon die ersten E-Mails bekommen, unter anderem von Thomas Nagelreuter. Können die mobilen Systeme auch in der Versandlogistik eingesetzt werden? Ja, Herr Nagelreuter, danke für die Frage. Ja, natürlich können sie auch dort eingesetzt werden. Und das zu verschiedenen unterschiedlichen Konzepten. Wir haben bei uns zum Beispiel den letzten Prozess der Kommissionierung für die richtige Versandstrecke in unserem Werk Bruchsal Elektronik, haben wir mit einem Querverschiebewagen umgesetzt. Dieser Querverschiebewagen verbindet die verschiedenen Versandstellen miteinander. Das ist ein schutzzaunloser Querverschiebewagen, der da umgesetzt ist. Das ist ganz interessant, um das zu machen. Und wir sind auch gerade dabei, über ein Konzept oder an einem Konzept zu arbeiten, dass unsere Fahrzeuge sogar direkt in den LKW reinfahren können und dort beladen können entsprechend. Also ja, das geht. Mhm. Die nächste Frage von Simone Rettig. Movitrans Energieversorgung. Ist das gefährlich, wenn man dort in der Nähe ist oder sogar drauf steht? Ja, hallo Frau Rettig, vielen Dank für die Frage. Auch das eine sehr interessante Frage, die von Kunden auch immer wieder kommt, die da sind. Wenn dieses Movitrans-System im Boden ist, wenn man da drauf steht, wie funktioniert das oder was ist sogar mit einem Menschen, der einen Herzschrittmacher hat? Wie ist die Situation dort? Ich kann Sie beruhigen, das ist gar kein Problem. Wir haben verschiedenste Tests durchgeführt und überprüft, dass dieses System keine Auswirkungen auf den Menschen haben kann, dort keine Probleme verursachen kann und auch nicht bei Menschen mit Herzschrittmachern. Was nicht gemacht werden sollte, ist, dass sich mit dem Herzschrittmacher direkt draufgelegt wird auf das System. Das sollte man vielleicht nicht tun. Aber drüber gehen, in der Nähe sein, daran jeden Tag zu arbeiten, das ist absolut kein Problem. Die Technologie basiert im Prinzip auf dieser induktiven Energieversorgung, das, was man von der Zahnbürste auch kennt. Also insofern, das ist absolut keine gefährliche Technologie, die wir da haben. Also als ich eben zu Matthias von Borstel kam, stand ich ja auch drauf. Also war ich auch kein Testkaninchen. Nein, und geladen jetzt im Nachhinein? Ich bin völlig geladen. Nee, aber das hätte ich ja auch merken können dann. Gell? Jetzt gibt es die nächste Frage von Thorsten Winkelmeier. Welche Voraussetzungen müssen in einer Fabrik gegeben sein, damit man sie einsetzen kann, die mobilen Systeme? Denkt er wahrscheinlich, ja. Ja, Herr Winkelmeier, das kommt wirklich so ein bisschen darauf an, was Sie vorhaben, welche Gegebenheiten erfüllt sein müssen. Um jetzt mal die einfachsten Dinge quasi zu definieren. Wir brauchen eine gewisse Gangbreite, um mit den Fahrzeugen fahren zu können. Das sind einfach Sicherheitsvorschriften, die da gelten, dass Mensch ausweichen können muss. Natürlich bleibt das Fahrzeug selber stehen, das ist so, aber trotzdem schreibt zum Beispiel die BG dort gewisse Plätze oder Räume vor, in denen ein Mensch ausweichen kann und dort zur Seite springen kann. Das heißt also, Gangbreiten, wo die Fahrzeuge sind, müssen in den Hauptwegen gegeben sein. Die Bodengegebenheiten insgesamt sind natürlich noch ein Thema. Wenn Sie jetzt eine Halle haben, die von Schlaglöchern... Kopfsteinpflaster. Genau, das könnte ein bisschen problematisch werden, dort mit dem Fahrzeug entsprechend zu fahren und zu rangieren. Also es muss nicht so ein Paradeboden sein, wie Sie vielleicht gerade bei uns gesehen haben, in der Werkbruchsal Elektronik. Aber es sollte schon ein relativ flacher und glatter Boden sein. Und was natürlich wichtig ist, ist, dass eine durchgängige WLAN-Verbindung besteht, weil wir die Fahrzeuge ja kommunizieren müssen. Mhm. Die nächste Frage schaffen wir jetzt an dieser Stelle nicht mehr, aber... Muss ich schon wieder rüber? Genau. Sie müssen gar nicht so weit, sondern Sie sind ja jetzt im Videochat. Genau. Das heißt, wenn Sie, liebe Zuschauer, jetzt hier unter dem Livestream einfach mal mit der Maus drüber gehen, da sehen Sie, dass Sie mit einem Experten reden können. Dieser Experte ist natürlich Herr Sürich und er wird Ihnen gleich alle Fragen beantworten im One-on-One. Das heißt, ich entlasse Sie jetzt mal von hier und... Bitte nur von hier, ansonsten muss ich ja doch noch zu Ihnen zu Togo da kommen, oder? Stimmt. Nein, wir sehen uns aber auch später gleich nochmal wieder für die englische Session. Also freue ich mich drauf und jetzt gehen Sie in den Videochat. Herr Bechstedt, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Peter Sürich. Ja, das war es erstmal hier aus dem Studio. Und ja, wenn Sie Interesse haben, wie gesagt, unter dem Livestream einfach mal mit der Maus draufgehen. Da sehen Sie den Link, der Sie dann direkt mit Peter Sürich verbindet. Danke für Ihr Interesse und bis später.